Jo, und willkommen zurück hier bei Let's Play Borderlands 1 in dem Fall. Und ja, wir haben ja hier so ein paar Quests gemacht beim letzten Mal und ja, ist jetzt glaube ich an der Zeit weiterzumachen, ne? Ja. Einmal noch auf Claptrap schießen. So, hier bitte, ich hab dich lieb. Das ist der Schuss der Liebkosung. Hey, ich meine, hey, ich bin eine Frau. Da schießt irgendwas. Ah, da hinten. Ein Killer, Bambi. Oh, mein Aiming ist wieder ein Traum, ey. Ja, ich mache, macht irgendwie keinen Schaden auf dieses dann. 11 Schaden. Ja, meine geht. Ich hab hier einen Revolver oder eine. Ich hab eine Pistole mit Zielfernrohr. Die ist recht gut. Ja, und die macht kaum Schaden, Alter. Doch. 10 genau. Pro Treffer. 11 bei mir. Okay, das war jetzt ein Crit. Der hatte ein Schild hoch. Wie kann er sowas so benutzen? Sowas würden wir ihn nie benutzen. Was? Der ist voll der Cheetor. Was ist denn hier? Ne, wo müssen wir denn hin? Ja, ich weiß, wo wir hin müssen. Siehst du ja unten an den Dings. Aber ich will gucken, was hier ist. Ich komm mal rüber. Klappe. Oh mein Gott, hier sind Totenköpfe, Marco. Die sind Level 10. Wollen wir uns damit anlegen? Nein. Weil die Waffen hier, glaube ich, relativ exponentiell skalieren. Das gut, heißt. Dann gehen wir weg. Das ist nicht. Nein! Oh, nein, 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 nein! Ich bin nicht gestuckt, oder doch? Wo halb? Ja, Markus, du wirst ein Problem haben. Wir sind ausgewachsene Starks mit Level 10. Ja, und ich mach den einen Schaden pro Angriff. Oha! Markus! Ich will nicht! Du bist zurück wie tot! Mama! Alter, du hast doch 1 HP oder so. Nein, 5. Oha, hab ich ja fast gut dran. Und jetzt auch noch Banditen von hinten. Die sind nicht schlimm. Level 3. Starks haben sie übrigens. Oh, mein Schild ist unten. Jetzt komme ich mir vor über Halo. Oder besser, das geht auch nicht. Alter, diese scheiß MP verzieht ja wie aus der Hölle. Naja, das. Das kommt mit der Zeit, dass die Waffen besser zielen und sonst. Ich sag ja, die Waffe ist kacke. Du hast noch neue bekommen gerade. Ja, die kann ich Dior BLR Reaper. Kannst du doch nicht benutzen. Ja, kann ich die eigentlich. Warte mal, wenn ich die Waffe hier wegwerfe, dann landet die vor mir, ne? Ja, gut, wir können die Waffen austauschen, das geht. Das war nur die Frage. Ich hab hier noch eine Reaper. Man kann Items miteinander tauschen, das ist glücklicherweise möglich. Ich muss mal irgendwo mich heilen. Ich bin ja immer am Sterben. Habe ich die jetzt angelegt oder nicht? Zu gucken. Drückst du I und dann siehst du da die ausgerüsteten Sachen. Die Sniper kann ich ja nicht anlegen. Die simple MG kann ich mal. Ich lege jetzt. Ich habe BLR Swatter. Ja, die BLR Swatter, die ist cool. Zumindest meine, ja, die hat ein Zielfernrohr. Ja, meine auch. So, jetzt habe ich angelegt, die beiden Waffen. Mal sehen. Du brauchst mal dringend Heilung, mein Freund. Oh ja. Oh ja. Nimm doch ein Medikit, drück ihn, dann kannst du die Medikit zerbringen. Hier gibt's auch einen Hotkey. Ich, wenn ich. Medikit, Medikit. Hab ich nicht. Hast du keine gekauft? Ja. Ja, aber. Hab ich mir nicht geholt. Aber ich hab das Medipack gerade mal eben gezackt. Ist hier eine Fahrzeugstation? Ah, cool. Hey, das wird auch noch lustig. Ah, guck mal, die Banditen kommen schon wieder. Die machen gerade. Was ist das? Ein Mini-Psychopath! Ein Psycho! Das sind die Nahkämpfer.
So, wollen wir jetzt mal unsere Quest verfolgen? Ja. Es läuft ja fast wie in jedem Spiel so. Oh, da ist noch was. Oh, da kommen Gegner. Oh, wo ist die Quest? Am anderen Ende der Map. Ich weiß überhaupt nicht, was wir für die Quest machen sollen, aber ich glaube, wir sollen nur mit jemandem quatschen, ne? Oh. Ey. Du, noch ein Schritt und es ist dein letzter. Hättest deinen Gesichtsausdruck sehen sollen. Bin ich Manuel Neuer? Wie gefällt dir unser Planet? Hm? Keine Sorge wegen mir, ich kann auf mich aufpassen. Ich komme schon klar, okay? Alles cool. Das ist ja schön, das ist mich beruhigt. Er kann auf sich aufpassen. Ich werde den Schrotflinte eigentlich mitnehmen. Oh. Ja, schade, man kann die NPCs nicht umbringen. Er hat einen Stahlkopf. Also, direkt den ersten NPC, den du siehst, umbringen, weil er was hat, was du haben willst und dann nicht wissen, wie die Story weitergeht. Das wäre so egal. Yay, der Klo, im Klo liegt Munition. Hm? Irgendwas habe ich doch gerade gehört. Ah, hier. Hallo. Ach ja. Sagen, erzähl mal irgendwas über Borderlands. Ich kenne mich hier nur aus. Ich kenne mich hier auch noch nicht wirklich aus. Also ich habe Borderlands 2 mal ein bisschen angespielt gehabt. Du hast Tales of Borderlands gespielt. Und Tales of Borderlands. Das sind aber von der Story irgendwie nicht miteinander zusammen, wenn ich mich nicht irre. Die spielen zwar im selben Universum, in Anführungszeichen, aber bis auf das haben die jetzt nicht wirklich viel Zusammenhänge. Alter, ich mach keinen Schaden. Ja, es ist halt ein Schrottplanet, in Anführungszeichen, und man versucht was Wertvolles zu finden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und man sucht halt nach Alien-Technologien und allem Möglichen. In der Hoffnung, dass es da irgendwie sowas gibt. Aha. Man sucht halt diese Schatzkammer. Und ui. Ja. Was da drin? Weiß ich nicht. Ich war da noch nie drin. Auf einmal nur ein Gutschein. Hier war ein Schatz. Das wäre zu geil. Das könnte ja. Ah, da liegt das letzte Teil. Hast du jetzt alle? Genauso wie ich? Ja, du sammelst sie für mich mit ein. Ah, okay. Ja, weil normaler Loot ist geteilt, aber Quest. Ist nicht geteilt, aber Quest-Loot anscheinend. Das ist ja immerhin vorteilhaft. Doch, auch normaler Loot. Du sammelst Geld ein, ich sammle Geld ein. Sammelst Munition ein, ich krieg Munition. Jetzt habe ich das so gesehen. Aber keine Waffen. Hey, Waffen nicht. Warum kommst du nicht her und wir plaudern eine Runde? Ist immer schön, Gesellschaft zu haben. Hast du Granaten? Kaufe Danke. Mindestens eine Granate. Ja, schön. Soll ich für dich Geld ausgeben? Hier, das sag ich dazu. Oh, gibt's die Granaten. Der Typ hat, weiß ich nicht, beim Questmarker. Aber irgendwie kommt mir der Typ, dieser Markus, dieser Busfahrer, erinnert mich mehr an einen Roman, ne? Springt mir aber voll ins Gesicht. Erinnert dich der Markus auch mehr an einen Roman als an einen Markus? Ich bin ein Roman. Roman Reigns. Nee, ich meinte eher an Roman aus GTA 4. Nee, daran erinnert er mich nur. Medikit?
Ich hab die gerade mit Roman Reigns verglichen, weil Roman Reigns ja ein ganz schlechter Wrestler ist. Wow! Du bist so doof. Was machst du? Nix. Halb Stern. Machst du da Down? Warum hast du keine Le- Warum? Na, ich weiß nicht, warum du dich einfach mal so beschießen lässt, aber vielleicht wäre ein bisschen Bewegung hilfreich. Ich hatte trotzdem eh nur 55 HP, als der Kampf angefangen hat. Du warst fast tot auf einmal. Ja, weil mein Schild auf einmal weg war. Du kannst dich hier gleich hier hinlegen, wenn du so weitermachst. Ah, der Granatenhandel. Abo, was ist das? Explosive Kleber ausrüsten. Klebgranaten. Alter, nee. Viel zu teuer. Ich hab doch noch die Kohle, hab ich noch nicht. Verfärbelt, ja. Eine Scattergun. Boah, die schrofelt hätte ich gerne, die anbietet, aber... Alter, ja, die ist natürlich krank. Das ist eine Scattergun, Alter. Was? Wo? Ich kaufe die einfach mal. Ich hab die Scattergun da nicht. Ich hab Fanged Repeater, Petrol SMG, Surplus, Ah doch, Scattergun, das ist eine Schrotflinte. Einfach eine gekauft. Ich stehe auf Schrotflinten. Naja, ich bleib erstmal nochmal bei meinen. Ich weiß, dass du Schrotflinten nicht magst. Ach, schön. Jetzt musst du noch Munition kaufen. Es wird schon irgendwann Zeug droppen, von daher bin ich relativ... Ach, wenn ich jetzt hier nach Schrotflinte dran komme, dann nehme ich sie auch. Ja, tu das. Weil ich habe eine Pistole, die auf Distanz effektiv ist, aber ich habe nichts, was auf Nahkampf effektiv wäre. Die andere Pistole war ja voll für den Arsch, wie du dann gesagt hattest. So, was sollen wir jetzt machen? Ah, wieder zu Set. Ja, die Pistole ist tatsächlich nicht so gut. Nee, nicht zu Set. Wie werf ich Granaten? Mit G wahrscheinlich. Ich will jetzt hier nicht meine Granaten verschwinden. Kannst sie auch ein Gewehr holen. Oh ja, die Schrotflinte ist definitiv geil. Ja, das ist effektiver. So. Und die rüsten wir jetzt aus. Hast du dir geholt? Nee, ich krieg keine Antwort, wahrscheinlich nicht. Ja doch, ein SMG. Ein Gewehr? Nee, hatte keins. Die Auswahl war entweder Schrot oder... Aber mit einer Kugel im Leib ist dir das egal. Ach, er ist auf mich zugesprungen und dabei gestorben. Und hat eine Ladung Schrot in seinen riesigen Maul gekriegt. Ja, die Schrotflinte gefällt mir besser. Das erinnert mich an Skyrim, ein bisschen vom Marker her. Musst du auch mal drehen, bis die richtige Himmelsrichtung hatte. Warte mal. Oh, das ist eine Kiste zum Öffnen. Schrotposition, ne? Lölölölö. Nitrous, leg ihn um, habe ich jetzt als Quest angenommen. Und? Barrikade zerstört, Kanonenversteck finden und Nitrous töten. Passt das so gut? Oh, die Fernschussgenauigkeit der Pistole, des Gewehrs lässt aber zu wünschen übrig. Okay, die der Pistole ist auch nicht besser. Nö, da treffe ich, aber der Typ hat auch Schild. Komm halt näher. Aber lass ich Spaß haben mit dem Freundchen.
Schluss mit den Faxen, Schuffel bis dann. Ja. Zielort, da. Okay. Ich kann ja die Sniper benutzen. Ja, ist ja, müsste ja bald Level 5 sein, ne? Hm, ja. Hier liegt noch eine Medium-Pulle rum. War schon. Du bist nicht voll, von daher. War schon. Warte mal. Vor allem hier, ich kann jetzt produzieren auch. Sehr schön hier. Hm? Ja, hier nicht, doch. Das Dingo, Mann! Was? Du kommst jetzt auf WoW. Weiß ich nicht. Oh, hier ist eine Waffe gebraucht. Ein Repeater. Ganz unauffällig. Was? Ja, schon unauffällig gesehen. Worms hat man ja bis hierher gehört. Wurm. Wird Zeit, dass. Das ist die Inni? Nein, das ist der nächste Map-Bereich. Die Map ist hier nicht so. Komplett durchgängig. Wow. Zumindest Außenposten sind, glaube ich, extern. Er hat hier ein grünes Schild im Angebot. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ah, Munitionskapazitätsupdate kriegst du hier. Er braucht schon einen richtigen Arzt, wenn er meine Apparate mit ihren unheimlichen Nadeln hat. Ah, das Schild wäre natürlich geil, das Edelschild. Ja, Ladekapazität 13 plus schnelle Gesundheitsgeneration. Aber so viel Kohle habe ich nicht. Da waren wir mal. Oh. Edition. Piss off, Markus. Da sage ich nur drauf, dass ich schieße. Was auch immer. Der Satz war irgendwie ungünstig gesund. Ungünstig von der Formulierung. Level up, du! Au, du Drecksvieh! Hey, ich bin auch Level 5. Erster Skillpunkt. Wie setze ich den? Rücktaste. Muss nicht Rücktaste. Backspace normalerweise. Ja, aber die funktioniert nicht. Ich habe jetzt einfach Tab gedrückt. Du kannst auch K drücken. Aber man kann hier sich nur den ersten, die erste Fähigkeit kaufen. Parsen, ich weiß, ich kann hier Assassine, Element. Ey, ich kann Sunny machen, das ist ja cool. Controller. Wie stelle ich denn überhaupt den Scheiß? F um seinen Action Skill, okay. Ah, ein Skill, wow. Parsen, wow. Okay. Mal sehen, was das ist. Ah! Das ist natürlich geil. Ja. Und du? Geschützturm. Den baue ich aber erst auf, wenn hier Gegner kommen. Vorher lohnt er sich nicht. Ich kann mich auch Assassine, irgendwie Elementarmagier mit Funken, Quecksilber und so halt zum Borderlands. Also Elemente gibt's hier, gab's auch in Borderlands 2. Dann hast du. Es gibt zum Beispiel Skag, das ist irgendwie so eine lila Pampe, die steigert den Schaden, den Fleisch nimmt. Das ist relativ lustig, was du so alles machen kannst. Wow! Das war. Oh. Ich hab Schaden bekommen. Ja, hier sind zwei Waffen gedroppt. Ja. Eine grüne sogar. Was kann die grüne? Ich gehe mal aus dem Inventar. Das ist der Ladyfinger.
Aber ich mache meine Pistole aus. Und ich nehme meine Sniper mit. Oh, ein revolverartiger Sniper. Oh, der ist rosa! Der rosa Knochen! Ja, auf jeden Fall eine höhere Feuerrate. Den graue ich nicht, aber den nehme ich nächstes Level. Habe ich auch schon eine fürs nächste. Ja. Na, und dann bitte. Ja, das hört er noch schon. Die Nachladezeit ist aber echt krass. Boah, ich hab mich in den Kopf. Guck mal, oh Gott, der hat keinen Kopf mehr. Ich glaube, es hat ein Argument, das Sniper-Gewehr. Nö, das passiert bei Waffen. Egal, wenn die genug Schaden machen, immer. Du kannst da einiges mit splattern. Also. Eine erste große Prüfung steht vor der Tür. Ich hoffe, du bist gut gewappnet.